Kürzlich hieß es noch, Matthijs de Ligts Wechsel von Ajax zu Barca sei bereits beschlossene Sache, doch jetzt gibt es neue Gerüchte. Der Deal sei noch lange nicht durch und man habe ebenfalls andere gute Verteidiger, sagte Barca-Vizepräsident Jordi Mestre. Offenbar will nun der FC Liverpool die unklare Lage ausnutzen und ebenfalls um den 19-Jährigen mitbieten, berichtet der Mirror. Bei den Reds könnte de Ligt ein Traum-Innenverteidiger-Duo mit seinem Landsmann Virgil van Dijk bilden. Hoffenheims Kerem Demirbay steht angeblich kurz vor dem Abgang zu Bayer Leverkusen, das schreibt die Sportbild. Der zweimalige Nationalspieler habe Manager Alexander Rosen darüber informiert, im Sommer von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch machen zu wollen. Die soll der Zeitung zufolge bei 28 Millionen Euro liegen. Bald dürfte klar sein, wie es mit dem 40-jährigen Claudio Pizarro bei Werder Bremen weitergeht. Laut dem Kicker soll vor dem letzten Bundesligaspieltag eine Entscheidung fallen. Wenn es seine letzte Saison wird, dann werden wir ihn so verabschieden, wie es einer Legende würdig ist, hatte Trainer Florian Kohfeldt am Samstag gesagt. Die Bild berichtet, dass eine Vertragsverlängerung nicht ausgeschlossen sei, da Pizarro ein relativ günstiges Grundgehalt von 300.000 Euro haben soll. Dongwon Ji wechselt zur neuen Saison vom FC Augsburg zu Mainz 05, das gaben beide Clubs bekannt. Kilian Azar, der jüngere Bruder von Eden und Thorgan, verlässt den FC Chelsea und wurde von seinem bisherigen Leihclub Cercle Brügge fest verpflichtet. Das gaben die Belgier via Twitter bekannt.